Hi, guten Morgen. Morgen, Karin. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, auch wenn du zum ersten Mal zuschaust. Herzlich willkommen heute mit einem neuen Format. Katja fragt, das heißt, ich habe Zuschauerfragen gesammelt, aber auch Fachexperten gefragt, die inklusiv arbeiten, wo denn so der Schuh drückt, und habe heute wieder Karin Meyer eingeladen. Die sitzt heute auf einem Stuhl, und ich stelle ihr die Fragen, der heiße Stuhl, und mit lockerem Ton, aber mit klaren Botschaften werden wir die Fragen beantworten. Also erstmal herzlich willkommen, Karin. Dankeschön. Wir sind ein Wiederholungstäter. Ja, genau, das zu ADHS. Heute willst du noch mal ganz kurz dich vorstellen in ein, zwei Sätzen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was Okay. machst du? Ganz kurz. Ich bin seit über 20 Jahren in der Lerntherapie tätig, in eigener Praxis, habe vorher in einem Hort, also Kita, gearbeitet. Kita in Deutschland draußen. Bei uns in Österreich wäre es Hort. Arbeit mit Kindern von wirklich 2 bis 3 Jahren. Meine Älteste ist im Moment Studentin der Wirtschaftswissenschaften, also quer durch alles. Und habe dann auch die Zusatzausbildung für Mototherapie gemacht, das heißt motorische Förderung, Psychomotorik und eben Integration frühkindlicher Reflexe. Und ganz nebenbei auch nur die Ausbildung für Teilleistungstherapie. Also ich habe so All-in-One-Package. Gut. Ich habe auch erstmal Fragen für euch, dass ihr es wisst. Der Ablauf erstmal in Kita, Schule, der pädagogische Bereich, und im zweiten Teil allgemeine Fragen, genau, rund ums Zuhause, und so weiter. Und jetzt gleich die erste Frage, die mich erreicht hat. Der richtige Sitzplatz für ein ADHS-Kind in der Kita, Schule, was wäre der Ja. denn? Wenn man wirklich sehr aufregende Tage mit dem Kind haben möchte, in der Kita oder in der Schule, wenn man an einem Burnout arbeiten will, dann sollte man das Kind möglichst weit wegsetzen, möglichst weit Blick nach außen und möglichst unruhige Kinder rundherum. Dann hat man, glaube ich, in ungefähr 1, 2 Jahren ein Burnout. Nein, jetzt ernst. Ich glaube, Ich die springen schon weiß, vorher aus dem Fenster, die Fachkräfte. warum nicht? Na, aber ernst, ich Ja. würde das Kind in meine Nähe setzen, in Blickweite, nicht irgendwie so 5 Meter weg, und damit ich schnell beim Kind bin, dass ich eingreifen kann, dass ich das Kind unterstützen kann, und damit ich vielleicht nur mit einmal aufstehen und dann gleich mal hintippen kann zum Kind und sagen: Schau mal, da ist das Blatt und nicht da drüben. Und wenn der Rudi jetzt da im Kreis hüpft, ist uns das egal, wir bleiben beim Blatt. Ja. Wirklich in der Nähe und Blick zum Fenster. ADHS-Kinder brauchen oft die Auszeit, das kurz ausschalten. Und da ist es nicht schlecht, wenn es vielleicht kurz einmal den Kopf freikriegt beim Fenster rausschalten. Ich würde es aber nie Richtung Blickrichtung Fenster setzen, sondern immer leichtseitig, weil es sonst schwierig werden. Okay, ganz klar beantwortet, dass die zweite Fachkraft, die deine Hilferuf hat, wie reagiere ich als Fachkraft richtig, wenn mein Kind plötzlich aufsteht und rumrennt im Klassenzimmer? Interessant. Erstens, man hat ja als Fachkraft, als Pädagoge ja immer schon Ablauf, den man mit den Kindern im Laufe der Zeit einstudiert. Ja? Und wenn das Kind jetzt das Gefühl hat, es kann nicht mehr sitzen bleiben, ich kann, je nach dem Schweregrad, wie unruhig das Kind ist, natürlich jetzt schon sagen, du darfst aufstehen. Ja, dass das Kind zum Beispiel im Stehen arbeitet, beim Platz, aber einfach weggehen, einfach immer wieder zurückholen. Und das wirklich kontinuierlich, muss wirklich eingeübt werden. Mit der Zeit wird das besser. Es ist halt nur die erste Zeit irrsinnig nervig. Und wirklich da dabei bleiben. Aber natürlich dem Kind vielleicht auch die Möglichkeit geben, wenn es wirklich nicht mehr aushält und einfach aufsteht, das ist diese fehlende Impulskontrolle, dass man so einen Joker hat, dass das Kind sagt, ich muss jetzt kurz auf, ich muss jetzt kurz ein paar Schritte gehen. Aber vielleicht als Ausgleichsmöglichkeit das Kind im Stehen arbeiten lassen. Ja, dann habe ich noch eine Frage.
Zurzeit ist ja das Schlagwort Achtsamkeit wichtig. Was hältst du denn davon, wenn Schulbegleiter, Lehrkräfte, Erzieherinnen achtsame Übungen machen, Entspannungsübungen, stille Übungen, sagen, oder zum Beispiel ganz neu die Metazeit? Ich erkläre das nochmal. Also Metazeit, Meta steht für Meditation, für Training und Achtsamkeit. 8 Minuten lang, also zum Beispiel die Lehrer oder Erzieherin halten eine Katze hoch und alle Kinder machen dann den Hampelmann oder wir pflücken die Äpfel von den Bäumen. Ja, das ist, wird so angepriesen. Aber bringt es wirklich was, wenn ich jetzt als Lehrerin sage, so, jetzt machen wir solche Übungen. Hilft das jetzt wirklich? Wenn wir jetzt rein von ADHS ausgehen, ja, wir reden ja heute primär über ADHS-Kinder. Ja. In einer normalen Schulstunde mit Kindern, die sich gut selber steuern können, kein Problem. Wenn ich aber jetzt ein ADHS-Kind habe, das sowieso mit der Impulskontrolle kämpft und dann vielleicht endlich beim Thema gelandet ist und endlich arbeiten kann, ja, weil durch diese unregulierten Botenstoffe im Hirn ist es manchmal nicht einfach, ja, dann stelle ich mir das interessant vor, wenn dann die Lehrerin sagt, so, wir machen jetzt den Hampelmann, dann reiße ich das Kind direkt aus. Also die Idee ist super. Es ist halt nur die Frage der Umsetzung, wenn ich es schaffe, dass der Pädagoge schaut, dass er diese Metazeit wirklich in Übereinstimmung mit dem ADHS-Kind bringt, dann ist es toll. Wenn ich eh schon sehe, der wird zappelig und ich lasse ihn dann springen, wird er nur zappeliger, dann muss ich ihn dann wieder runterholen, ist es eine gute Idee. Wenn der aber direkt im Arbeiten ist, dann kann ich mir dann Probleme machen, dass er einfach nicht mitmachen will oder dass er eskaliert, weil er gerade in der Konzentration drinnen war. Und springen und rutschen und laufen, das sind aber diese Dinge, die die ADHS-Kinder aufputschen. Ich muss mir überlegen, wie kriege ich den wieder runter? Aber theoretisch geniale Sache. Umsetzen. Genau, da passt die nächste Frage. Ein Jugendlicher, 15 Jahre, wäre im Unterricht sehr aufgedreht. Und wie kriegt man den denn wieder runter? Hast du da Kniffe und Tricks? Also 15. 15 ist ein super Alter. Da haben wir schon ADHS und dann schießen die Hormone auch noch quer. Mit 15-Jährigen kann ich eigentlich wirklich nur den Kerl immer wieder runterholen, dass ich ihn kurz an der Schulter berühre, so möglich und er es zulässt. Ja, es ist ja schon das Nächste. Und bei einem 15-Jährigen ist echt extrem schwer. Das kann ich nur über Gewohnheiten machen. Den geregelten Unterricht, das, was er gewöhnt ist, und vor allem, was da recht schwer ist, und das kann ich bei Kindergarten, bei Kindern in der Vorschule, also der Volksschule noch richten, was hat der in der Vorschulzeit schon mitgemacht, bis er 15 geworden ist? Und da tut mir ganz ehrlich der Therapeut oder der Pädagoge leid, weil der das oft nicht weiß. Und der Pädagoge muss in dem Fall wirklich schauen, hat das Kind vorher recht viel Druck gekriegt? Ja, wurde es oft als du bist dumm hingestellt, ja? Mhm. Wurde mit ihm oft geschrien, dann muss ich das genau vermeiden. Und das ist viel pädagogisches Geschick. Angreifen, hingehen, direkt darauf hinweisen, kurze, klare Anweisungen, bitte nicht diskutieren. Angenommen, der heißt Josef oder Sepp, auf Österreichisch Sepp, sitzen, jetzt sitzen, nein, Ruhe, einfach so, zack, wirklich nur kurz, prägnant. Mhm. Was halt da dazu kommt, ist der pubertäre Irrsinn und das wird dann interessant, aber wie gesagt, kurze Anweisungen, prägnant bleiben, bitte nicht diskutieren und vielleicht ein bisschen hinhören, so es geht im pädagogischen Stress, was hat der Vorzeit an Pädagogen erlebt und wie haben die gearbeitet, in welche Richtung ist es gegangen, weil sonst kann es leicht sein, dass er dann eskaliert. Okay, dann vielleicht, wie wäre es denn, einfach Sandwespen auszuteilen. Es gibt Schulen, die schwören darauf. Da zieht die nächste Frage ab. Ist der Einsatz von Gewichtssandwespen sinnvoll für ADHS-Kinder? Ja. Mhm. Gerade bei dem 15-Jährigen, wenn wir auf diesen nochmal zurückgehen,
Bei denen ist natürlich oft auch so schon, dass die so viel mitgemacht haben und man mit Worten nicht mehr viel richten kann. Und wenn ich das benutze, kann es schon sein, dass ich ihn gut runterbringe. Die Gewichtsweste, man muss halt schauen, welche Größe, welche Gewichtsklasse und wie lange gebe ich das dem Kind. Ich muss bewusst einsetzen. Ich kenne auch Kitas, wo die wirklich 3 Stunden mit der Weste herummarschieren. Das ist wenig sinnvoll. Aber wirklich gezielt, dass das Kind wieder runterkommt, weil es war auch die Frage, wann ich, auf was muss ich achten, wie kann ich ihm helfen, runterzukommen, war ja auch die Frage, mit solchen Dingen kann er wieder runterkommen. Also das ist wirklich ein Versuch wert. Ja, ich habe mich da auch eingelesen und bin auf eine Argumentation gekommen, Sandwesten wäre eine körperliche Freiheitsberaubung. Was würdest du diesen Leuten entgegensetzen? Ja, na, furchtbar. Also ganz, also da geht jetzt der Österreicher mit mir durch. Bitte im Winter keine Handschuhe, keine Fäustlinge, weil die Kinder können sich nicht fühlen. Bitte keine Haube und keinen Schal, wenn wir rausgehen, wenn es schneit. Sie können dann die sensorische Erfahrung des Schnees oder des Regens auf dem Kopf nicht machen. Ich meine, man kann alles übertreiben. Ja. Wenn ich jetzt einem kleinen, zarten Kind eine Gewichtsdecke drauf gebe, ja, die weiß ich nicht, zig Kilo schwer ist, ist das logisch. Wenn ich, dass ich sage, okay, aber das Kind ist ja nicht festgetackert auf dem Boden. Ja. Und das Kind hat jederzeit die Freiheit zu sagen, ich will das nicht. Und dann ist für mich dann die nächste Frage, es gibt bei allen Konzepten dafür und dann wieder. Nur, was will ich erreichen? Wie lange trage ich die Weste, beziehungsweise die Decke auf den Füßen? Und das Teil ist nicht so schwer. Ja. Und wie gesagt, ich benutze Säckchen, die Kinder auflegen. Und man stülpte das den Kindern nicht drüber per Muss, sondern das Kind kann ja sagen, ich mag das nicht, das ist mir unangenehm. Dann gibt man das wieder runter. Es gibt natürlich auch Fälle von Kindern, im Kindergarten habe ich schon gehört, wo die Pädagogen überfordert waren und wirklich das exzessiv benutzt haben. Das nicht. Wir reden jetzt von einem verantwortungsvollen pädagogischen Hilfsmittel. Ja? Sehe ich das und auch als Angebot. Es ist eine Möglichkeit. Genau das Gleiche. Ich sage ja auch zu einem Kind jetzt teilweise, ich möchte, dass du jetzt sitzen bleibst. Ich möchte, dass du das fertig malst. Da gibt es ja auch Strömungen, die sagen, ich darf dem Kind nicht sagen, was es tun will, weil. Ich möchte schon sagen, mit Hirn benutzen und nicht sofort schreien, Freiheitsberaubung. Es wird niemand in einen Käfig gesperrt. Und sobald das Kind das Ding runterschüttelt, liegt es am Boden. Fertig. Ja, genau. Dann die nächste Frage. Wie kann ich dann das Regelbewusstsein fördern? Welche Altersgruppe? Ist nicht angegeben, aber Grundschule. Gehen wir mal auf Grundschule ein. Was da jetzt wichtig ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es wirklich Volksschule ist, derselbe Ablauf. Oder was auch sehr hilfreich ist, viele Lehrer haben seitlich neben der Tafel dann stehen, es ist Montag oder heute machen wir Mathe, Sachunterricht und dann Deutsch, dass die Kinder Unterteilung haben und danach schauen dürfen und können. Und diese Regeln mit einem Ritual einlernen, ja, das sollte sie aber auch nicht ändern. Das muss für die Kinder Verlässlichkeit haben. Dann über mehrere Monate einlernen, dann funktioniert das ganz gut. Aber es braucht Geduld. Und da muss ich mir als Pädagoge überlegen, was kann ich, was ist möglich in dieser Klasse und wie schaut es aus mit den Konsequenzen, wenn das Kind das nicht hält. Was kann ich selber als Pädagoge dann durchführen? Es geht in Richtung, wenn du jetzt nicht herkommst, bekommst du nie mehr wieder Schokolade. Zum Beispiel bei Eltern. Ja, es ist Blödsinn. Sicher wird es wieder irgendwann Schokolade kriegen. Das Kind weiß das und nimmt es nicht ernst. Das heißt, ich muss dem Kind schon verständlich machen, wenn du das machst, wird jenes geschehen. Es ist einfach nur dieses, schütte ich mir ein Glas Wasser auf, bin ich nass. Also Konsequenzen. Und die halt wirklich über die Zeit gut einlernen, dass die Kinder das auch wissen, dass das wie ein Trigger ist dann. Wie ein Auslöser, dass die Lehrkraft, der Pädagoge nur mir dann zeigt, schau mal, was haben wir da? Dürfen wir das machen oder nicht? Ich glaube, da war was, da hatten wir eine Regel. Und dann braucht man oft nicht mehr weiterreden, weil die Kinder wissen das. Genau, und vielleicht noch als Idee, dass ich mit dem Kind ein Handzeichen vereinbare und immer mit zum Beispiel die
Liebe oder so, was auch immer. Dass das Kind weiß, oh, da stehe ich jetzt da, ich breche jetzt eine Regel. Jetzt noch und dann meine Frage. Es ist ja gerade so, was heißt in, man soll mit Kindern jetzt reden und zwar so in etwa, welche Regel hast du gebrochen, Tom? Welche Lösungen hast du? Geht es denn auch so mit diesen ADHS-Kindern, dass ich sie dann rausnehme in der Pause und sage, so Tom, welche Regel hast du denn gebrochen? Wie kannst du es denn lösen? Welche Ideen hast du denn noch? So jetzt mal grob zusammengefasst, kann ich das auch machen mit ADHS-Kindern oder scheitert man da total? Wird schwer. Weil so eine Selbstreflexion, wenn das Kind mit ADHS schon die Möglichkeit hat, diese Möglichkeit der Selbstreflexion hat, dann habe ich das Problem ja nimmer. Das Problem ist ja in diesem Moment, dass die Impulskontrolle überhand genommen hat. Ja? Also die fehlende Impulskontrolle, dass das Kind einfach etwas gemacht hat, wo es vielleicht selber weiß, dass es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt ein Kind habe und ich kann sofort reagieren, ja, dass der zum Beispiel den Spitzer dem Nachbarkind auf den Kopf geworfen hat, dann gehe ich sofort hin und sage, hey Tom, Spitzer, wir werfen nichts, fertig. Wenn ich aber mit ihm zu sprechen beginne, in dem Moment, wo er gerade eine Zurechtweisung erfahren hat, kann es mir passieren, dass er blockiert. Wird wahrscheinlich blockieren. Ja, aber der hat angefangen und dann bin ich mitten in der Diskussion und die dauert ewig. Finde ich besser und meine Erfahrung ist, es ist mit Kindern, die eine gute Impulskontrolle haben, kann ich das erörtern, aber jemand, der das überschwänglich macht und nicht kontrolliert, kann ich das funktioniert nicht. Ich kann einem Betrunkenen auch nicht erklären, warum es nicht gut ist, warum er jetzt irgendwelche Dinge macht. Das kapiert der nicht. Ich kann es im Nachhinein erklären, was schon funktioniert, wenn es wiederholt passiert, dass das Kind einfach Dinge wirft. In einer Situation, wo es dem Kind gut geht, nehme ich das Kind außer. Oder ich bespreche es in einer Gruppe mit der ganzen Klasse. Mir ist aufgefallen, dass jetzt des Öfteren UFOs durch die Gegend geflogen sind. Wollen wir UFOs? Nein, wollen wir nicht. Und ich spreche das Kind aber nicht direkt an. Ja, also nicht runterputzen, der Tom, der schmeißt alle paar Minuten irgendwelche Dinge, das nicht, sondern nur mit generell die Regel klären. Und das Kind sollte in dem Moment auch aufmerksam sein, die sind nicht dumm, die wissen, die sind eh selber gemeint. Aber ich tue das Kind nicht blamieren, somit blockiert es nicht. Okay, dann die vorletzte Frage zu diesem Blog Kita-Schule. Es ist auch aufgekommen hier in Deutschland, dass ich Mitschüler mit einbeziehe in die Förderung. Lesepaten, Kinder sollen von Kindern lernen, Kinder erklären etwas. Wäre es denn da sinnvoll, beim ADHS-Kind ein Pate mit einzubeziehen in die Förderung? Wäre das sinnvoll? Nein. Es gibt wirklich Kinder, die kann ich keinem anderen Kind zumuten. Mhm. Das klingt jetzt wirklich schlimm und ich meine es nicht böse, die einfach noch so ungesteuert sind, dass das für das Peer-Kind, ja, bei uns gibt es ja solche Peer-Arbeiten, für das Peer-Kind wirklich zu anstrengend wäre. Das kann ich nicht verlangen. Wenn das gut eingestellt ist, das Kind, beziehungsweise das kennt und akzeptiert, kann das furchtbar super funktionieren, wirklich. Denke auch, also ich habe da jetzt auch bei mir in der Praxis ein paar Kinder im Hinterkopf, wo einfach die sich so gut verstehen, dass das Kind mehr profitiert, wenn es mit einem anderen Kind liest, als wenn es mit einem Pädagogen lesen würde. Ich muss da nur sehr achtsam vorgehen und aufpassen, kann ich das Kind jetzt wirklich mit einem anderen zusammengeben? Oder mute ich da dem Peer-Kind zu viel zu? Dass ich sage, okay, das Kind ist... Dass uns Pädagogen vielleicht manchmal ganz geschickt ist, wenn wir das abwälzen können, weil es uns wirklich anstrengend ist. Und das sollte man dann nicht machen. Ja? Da ertappe ich mich dann auch, dass ich mir denke, ja, wir machen jetzt ein Spiel und das eine Kind bremst dann das andere. Ja, aber eigentlich ist das mein Job und nicht das Job vom anderen Kind. Man muss wirklich achtsam sein, dass man die Paare gut zusammenschützt. Das stimmt. Und es sollte freiwillig passieren. Kein Kind sollte gezwungen werden. Na, auf keinen Fall. Das wäre schlimm. Genau. Bei der letzten Frage.
haben wir auch einen Appell. Ich lese jetzt, stelle erstmal die Frage vor. Hilfe, ich bin verzweifelt. Ein Kind mit ADHS treibt mich in den Wahnsinn. Andere betiteln das Kind schon als Arschlochkind. Was kann ich tun? Wir haben ja da schon neben Video diskutiert. Stimmt, es gibt AKs, das ist richtig. Man sollte sich als Pädagoge dann einmal eingestehen, ja, diese Systemsprenger gibt es. Es gibt da einen Film dazu, der genauso heißt, ja, Systemsprenger. Jeden Pädagogen anzuraten, den zu sehen. Man neigt dann auch dazu, diese Kinder für dumm zu erklären oder der macht es absichtlich. Das ist so ein Frotz auf Österreichisch gesagt, ja, der macht es absichtlich und die kann man nur strafen und da muss man Druck und da muss man nur drauf. Nein, muss man nicht. Da ist wichtig, es gibt Regeln, die gelten für alle. Wenn wir diese Systemsprenger drinnen haben, gelten die trotzdem. Und ich habe mir selber mal ein blaues Auge von so einem Systemsprenger eingefangen, weil der wiederholt nicht gefolgt hat, nicht die Regeln beachtet hat. Und ich bin dann zu ihm gegangen und habe ihn berührt. Und in diesem Moment ist der explodiert. Bam, direkt aufs Auge. Mein erstes Pfeilchen, so ein ADHS-Kind. Bin aber selber schuld, weil ich habe in dem Moment nicht erkannt, dass er eigentlich Abstand gebraucht hätte. Ich war wütend, weil er respektlos war, ja, und habe dann mir gedacht, ich als Pädagoge gehe jetzt da mit Druck rein. War ein Fehler, ich hätte Druck rausnehmen sollen, weil der explodiert sowieso schon. Und in manchen Dingen ist es besser, ich steige einen Schritt zurück, beharre auf der Regel, mache aber nicht nur mehr Druck drauf. Richtig. Aber es gibt schon Sachen, da kommt man mit dem, was wir gelernt haben, nicht weiter, wirklich. Oder ein Kind hat bei der Mama daheim schon Probleme gehabt mit Aufräumen. Dann hat er bei mir sämtliche Bohnen aus der Bohnenkiste rausgeschmissen. Und ich sage, ja, junger Mann, die räumst du aber dann auf. Und bei mir in der Praxis ist so, Regel ist Regel, fertig. Na, ich will nicht, ein Riesengeblärre. Dann ist er aggressiv geworden, dann ist er hinter dem Tisch gesessen, hat geblärt. Ich dann grantig war, weil ich gedacht habe, hey, wo sind wir denn? Und am Ende habe ich dann irgendwie doch nur die Kurve gekriegt und habe gesagt, weißt du was, wir machen jetzt die Hälfte ich, die Hälfte du und fertig. Er hat dann nicht die Hälfte aufgeräumt, er hat 3 oder 4 reingeschmissen. Aber nächste Woche wollte er dann nicht mehr kommen in die Therapie. Die Mama hat ihn dann gezwungen und gesagt, du gehst, weil der Termin und fertig, der ist fix. Und er ist aus Scham, wollte er nicht mehr kommen. Und da sollten wir Pädagogen dann oft hinschauen und uns überlegen, warum reagiert er jetzt? Oft ist es so, dass das Kind sich schämt, sich bewusst ist, aber keinen Ausweg findet, weil es kein entsprechendes Vorbild hat, dass das Kind dem sagt, dass es okay ist, einmal Blödsinn zu machen. Es wird trotzdem gemacht, weil die Kinder hören eher immer nur, du bist dumm, du bist blöd, du folgst nicht. Und ich habe dann jetzt gesagt, du, das eine war letzte Woche. Er hat sich dann auch entschuldigt, was eh schon Wahnsinn war. Er hat gesagt, das ist okay, shit happens. Machen wir weiter. Wäre ich stur geblieben, dann wäre die Therapie unterbrochen gewesen und ich hätte den nimmer greifbar gehabt. Mhm. Und so hat er aber, dadurch, dass ich gesagt habe, dein Benehmen war wirklich schlecht, aber du bist okay. Ja? Dadurch habe ich ihn wieder zurückgeholt. Genau, das ist der Appell. Man kommt dann schon eine Zwickmühle, dass man sagt, geh, bitte schon wieder der Sepp und der Hund ist so lästig und ich halte das nicht aus. Man soll sich verbal auskotzen. Es ist okay, nicht neben dem Kind, sondern irgendwo mit einer Kollegin, mit einem Kollegen. Aber bitte, die Kinder machen das nicht, weil es lustig ist. Wenn ein Kind das aus Erpressung macht, ja, dann hat schon mal insofern ein Problem, als dass da in der Vorzeit schon einiges schiefgegangen ist. Und wenn ich ein guter Pädagoge bin, versuche ich, dieses Kind irgendwie wieder ins Boot zu holen. Es ist immer einfach zu sagen, du bist schuld, ich bin super, ich bin Pädagoge, ich kenne mich aus und du bist jetzt derjenige, der die Fehler macht. Wir sind ein Team. Das Kind und ich, wir sind immer Team. Und wie ich in die Gruppe reinschreie, zu meinem Kind reinschreie, so kommt es zurück. Und es gab da mal eine Studie, wo Lehrer erklärt wurde, das ist die schlimmste Klasse, die sind dumm.
dem anderen ist erklärt worden, das ist die beste Klasse überhaupt. Und dann ist einem, glaube ich, nur erklärt worden, einem Pädagogen, das sind so normale Kinder. Und derjenige, der vorher schon gebrieft wurde, das ist die böseste Klasse, das sind die lästigsten Kinder, die kriegen überhaupt nichts hin, der ist dann nur mit Strafen reingegangen. Ich weiß jetzt die Studie nicht mehr, ich habe das bei der Ausbildung gelernt und das hat mich sehr beeindruckt, weil es stimmt. Ich habe auch bei mir in der Praxis einen Spiegel hängen, dass ich mich selber kontrolliere, wenn ich merke, ich werde genervt. Dann schaue ich mich oft so seitlich so ein bisschen, schaue ich ein bisschen, wie rede ich jetzt mit dem Kind, denke ich mir, oh oh, eine Korrektur ist nötig, durchatmen, versuchen weiterzumachen. Gelingt nicht immer, aber oft. Und man kann auch mal hergehen und sagen zum Kind, ich habe gestern echt einen schlechten Tag gehabt, es tut mir leid, heute machen wir es besser, aber ich war so genervt, wurscht, machen wir es besser. Ja, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Macht diese Kinder nicht zum Sündenbock, das wäre das Erste. Kritisiert ja. nicht die Persönlichkeit, die Person, sondern das Verhalten. Und schätzt sie aber auch wert. Wenn was positiv läuft, benennt auch dies unbedingt. Ja. Ja. Und sucht euch auch Entlastung. Bei anderen Kollegen, bei anderen Fachexperten, Sozialarbeiter, ja. baut euch da ein Team auf. Weil um euch dagegen Es ist extrem anstrengend. Karin, ich danke ja. dir für diesen Bitte. Ersten Block. Es gibt ja noch einen zweiten, den wir gleich ja. im Anschluss jetzt machen. Also erstmal vielen Dank, dass du hier für den Block Kita Schule aus deiner Praxis erzählt hast. Es war sehr wertvoll, sehr nützlich. Vielen, vielen Dank und der Appell an euch Fachkräfte, Zuschauer, macht was draus. Ohren steif halten, stimmt, ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Karin. Tschüss.